Schwäbische Romanze. Im schönen Schwabenland, wo der besternte Diesel durch den Winger rührt und der Pietist bei Spätzle und bei Linsen auf seinen Herrgott spürt, knüppelt die Bullerei auf Kopf und Knie. Auf Muttis graue Zausel, Heiligsblechle, sowas gab's ja noch nie. Wegen dem Bahnhof, der soll jetzt unten rein. Wegen dem Bahnhof, der Zug soll schneller sein. Wegen dem Bahnhof, eigentlich macht das Sinn. Wer in Stuttgart wohnt, will schnell woanders hin. Von diesem Bahnhof, Bahnhof. Ach, schau den Park dort an, wo der Teddybär nass in den Platanen hängt. Weil doch oben bleiben soll, was mit Macht jetzt nach unten drängt. Wir pfeifen täglich drauf, Punkt 19 Uhr. Wir pfeifen auf euch Pfeifen und auf eure Demokratur. Wegen dem Bahnhof ruft man zum Widerstand. Wegen dem Bahnhof im Kehrwochenland. Wegen dem Bahnhof, wenn Walter Sittler spricht. Wegen dem Bahnhof wirkt selbst der Schlichter schlicht. Wegen dem Bahnhof, Bahnhof. Ach, schau die Polizei, wie sie Schüler lustvoll aus den Bäumen schießt und das Tränengas sich ätzend ins blaue Aug ergießt. Mappus, der Spätzle-Strauß, der findet's fein. Wer mit Grube eine Grube gräbt, der fällt bald selbst hinein. Wegen dem Bahnhof, dieser Milliardengrab, wegen dem Bahnhof geht jetzt der Schwabe ab. Wegen dem Bahnhof, worüber ich mich freu. Wegen dem Bahnhof, der Spuk schwarz-grün ist vorbei. Wegen dem Bahnhof, tschü-tschü. Grüße Gott, heiliger Vater. Grüß dich, Walter. Lass das mit dem heiligen Vater stecken. Für dich bin ich nach wie vor der Josef. Wie geht's dir? Nun, den unglücklichen Umständen entsprechend. Nie habe ich aber, also eine Sache dir gleich, Walter. In dein Bischofsamt kann ich dich nicht zurücklassen, bei all deinen Sünden. Du kennst doch die Mischpoke der Presse. Weißt du, die Taz, dieses Schmiedenblatt, hat ja geschrieben, unter den Talaren ein Puff seit 1000 Jahren. Aber ich habe doch nur ein paar Watschen verteilt, weil ja auch Jesus schon davon spricht, wenn einer einen auf die rechte Wange schlägt, dann... Ja, ich weiß. Und so ein Watschen, das hat ja noch nie jemand geschadet. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Walter. Wie war das bei dir mit diesen Messknaben? Nun, da möchte ich vielleicht zunächst eine kleine Anmerkung machen dürfen, dass ja auch diese heidnischen Reformpädagogen, diese 68er, diese 175er da in dieser Hodenwaldschule, dass die ja auch Unzucht getrieben haben. Jetzt red nicht drum rum. Hast du oder hast du nicht? Nun, lieber Josef, lass es mich mal so sagen. Wie du weißt, steht ja schon in der Bibel geschrieben, lasset die Kindlein zu mir kommen. Und ich muss zugeben, dass auch ich persönlich mich mit der Exegese da nicht ganz leicht getan habe. Oh, heiliger St. Blasius. Aber du weißt ja, Josef, die Bibel versteht darunter ja Folgendes. Ja, Kruzifix, jetzt erklär du mir bitte nicht die Bibel. Walter, jetzt pass mal auf. Als ich von deinen Verfehlungen gehört habe, da habe ich gedacht, du hast nicht mehr alle Obladen in der Monstranz. Ich mache mir wirklich Sorgen wegen diesen Missbrauchsfällen. Ja, aber vielleicht ist es aber doch auch so. Auch gerade wir geistlichen Lehrer, wir haben doch qua Amt bereits immer eine gewisse Missionarsstellung inne. Mein Gott, Walter! Aber vielleicht haben auch einige Kollegen einfach nur die Liebe zur Pädagogik mit Pädophilie falsch übersetzt.
Auch das Wort Blasphemie ist offenbar immer wieder missverstanden worden. Mein Gott, Walter, was machen wir denn jetzt mit dir? Wie kriegen wir denn die Flecken wieder von der Kutte? Pass auf, Walter. Walter, ich weiß was. Ich werde dich jetzt erst einmal ein paar Wochen nach Basel zur Erholung in die Klapse stecken und anschließend werde ich dich zu meinen Benediktinerinnen schicken in ein Nonnenkloster. In ein Nonnenkloster? Die Benediktinerinnen? Die schärfsten Bräute des Herrn? Aber eines sage der Walter. In Zukunft hältst du dich zurück mit deinen Watschen. So sei es, heiliger Vater. Aber wenn ich vielleicht doch ganz kurz eine kleine Anregung und eine kleine Anmerkung machen dürfte. Vielleicht sollten wir nicht immer jeden Kelch der Keuschheit auf einen allzu hohen, unerreichbaren Sockel stellen. Oh ja, man kann ja auch mal einen runterholen. Vierti, Walter, und jetzt schleich dich. Also, angefangen habe ich mit meiner Wassermalerei damals in Barisardo. Das ist in Sardinien ein herrliches Wasser. Und ein ganz weißer Sand, fast wie in der Karibik. Und da ist mir einmal gegen Abend ist mir da so ein Bogen Papier ins Meerwasser geflogen. Also ich male ja schon lange und immer nur mit Papier von Carondas aus Genf. Also nein, so Billigzeugs auf so Billigzeugs kann ich nicht malen. Und wie gesagt, ist mir da so ein Bogen Papier dann ins Wasser geflogen. Und, sieh, das hat so einen herrlichen Glanz in der Abendsonne gegeben. So, fast so wie Gold hat es glänzt. Gell? Und da habe ich beschlossen, dass ich ab sofort jetzt nur noch mit Wasser mache. Ich habe dann später auf San Antioco, das ist auch in Sardinien, da habe ich dann angefangen, das Meerwasser mit ganz normalem Leitungswasser zu mischen. Meine Freundin Bärbel, die dabei war, hat diese Arbeiter dann immer Schorlebilder genannt. Ja, sie ist ein glattes Bärbel, gell? Sie ist ganz lustig. Ja, nein, ich muss schon sagen, also bei meiner Malerei, bei meiner Wassermalerei, kommt es eben ganz entscheidend aufs Papier an. Ja, ja klar, je nach Papier und je nach Wasser gibt es ja jedes Mal eine unterschiedliche Tönung. Verstehen Sie? Döllung, sehr schöner Ausdruck. Und, ja, also ich muss sagen, also, nein, das ist wirklich wichtig. Das richtige Wasser, das richtige Papier. Also ein falsches Papier und das ganze Wasser ist im Ei. Ja, also, wenn Sie das interessieren, ich habe gerade ein paar Arbeiten zufällig dabei. Ich würde Ihnen gerne mal etwas zeigen. Moment einmal. Ja, wir sind immer der Knüppel auf Fett, gell? Also, so. Als erstes vielleicht ein Frühwerk von mir. Es ist drüben entstanden im Massif Central in Frankreich. Das ist aus meinem Volvic-Zyklus. Das nächste Bild, das habe ich oben in der Nähe. Das ist in der Nähe von Hamburg entstanden. Das ist aus reinstem Kühlwasser, aus dem Abwasser vom Kernkraftwerk Krümmel. Das ist wohl mein strahlendstes Werk geworden. Das ist der linke Teil von meinem Leukämie-Triptychon. Vielleicht noch ein drittes, was Sie vielleicht sehen könnten, das ist... Oh, das ist aus meiner Whisky-Phase. Also, das ist ausschließlich aus Torfwasser aus dem Hochland von Schottland in der Nähe von Tomintoul gemalt. Ja? Man sieht es ein bisschen am Braunton, ja? Herrliche Döllung, oder? Das ist ja wirklich eins von meinen Lieblingsbildern. Ja, da ist noch ein kleineres, aber umso feiner, muss ich sagen. Das ist aus reinem Zwetschgenwasser gearbeitet. Ein Obstlerstillleben, sozusagen. Gott, nur mit Carondage, kannst du nichts anderes nicht. Nur Carondage, jedes andere Papier wäre sofort besoffen. Klar, der Johannes Gutenberg damals in Mainz. Sein Nachfahre ist ja jetzt Verteidigungsminister. Von und zu Gutenberg, ja. Gut. Der eine damals ließ drucken, der jetzige lässt abdrücken. Am Hindukusch, ne? Aber jetzt haben sie eine neue Strategie, jetzt haben sie ja gesagt, die Taliban sind so stark geworden mit denen. Man müsste jetzt, sagt die NATO, mit den gemäßigten Taliban reden. Ich frage mich immer, was ist eigentlich ein gemäßigter Taliban? Ist das einer, der seine Frau nur mit Klarsichtfolie verschleiert? Oder mit Wattebällchen steinigt? Also ich weiß es auch nicht.
Der Westerwelle, der hat auch einen losgelassen. Ja. Westerwelle hat gesagt, man müsste den ausstiegswilligen Taliban etwas Geld anbieten. Ja. Sag mal, geht's noch oder was? Ja. Du jemandem Geld geben, dass er was tut oder dass er was lässt. Der Westerwelle glaubt wohl, die Taliban funktionieren wie die FDP. Ja. Na ja. Gut, jetzt will der Johannes von uns zu Gutenberg, will er jetzt unsere Verteidigungs-Karl Theo, der will ja jetzt die Bundeswehr reformieren, will die verkleinern von 240.000 Mann auf 185.000. Na gut, Anfang ist gemacht. Je länger unsere Jungs in Afghanistan lässt, desto automatischer reduziert sich die Zahl ja von allein. Also, wenn er mich fragt, wir haben in Afghanistan einfach nichts zu suchen. Und weißt du warum? Weil wir da nichts verloren haben. Also ein Christ, der glaubt, er sei Christ, bloß weil er am Sonntag in die Kirche geht, der irrt sich. Man wird ja auch nicht zum Auto, wenn man sich in der Garage stellt. Weißt du, also ich sage halt immer, Gott sei Dank bin ich Atheist.